So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Ghost the Musician. So, lass uns direkt loslegen. Gar nicht lang. Ach nee, Mutter hatte ja Migräne gehabt, ne? Ja, wir sind jetzt bei Tag 4 und Mutti hat ja Sorge, dass sie Migräne hat. Oder sowas in der Art und hat Kopfschmerzen gehabt. Mal gucken, ob es ihr jetzt besser geht, denn sie schreibt uns jetzt direkt am frühen Morgen an. Los geht's. Ups. Moin, Mignon. Hast du kurz Tiet? Guten Morgen, Mama, natürlich. Klar, wie geht's dir denn heute? Hallo, Mama, was machen die Kopfschmerzen? So, machen wir das. Jo, deswegen melde ich mich hoch. Es geht um die Kopfschmerzen. Sie sind leider viel schlimmer geworden. So ein Cheat. Ich habe die letzte Nacht kaum geschlafen. Ich hoffe, Papa kümmert sich gut um dich. Vielleicht ein Migräneanfall? Du musst unbedingt zum Arzt, Mama. Das hat Vater auch gesagt. Er hat gerade im Krankenhaus angerufen. Wir können kurzfristig vorbeikommen. Wir werden auch gleich mal los. Hanna weiß soweit Bescheid. Ich melde mich später nochmal bei dir. Ja, bis später, Mutti. Okay, Mama, ich denke an dich. Viel Glück, Mama. Okay, viel Glück. Das trifft es gut. Ja, was es damit wohl auf sich hat, ne? Mit Mutti und die Kopfschmerzen und alles, ne? Aber ich glaube, das ist einfach nur eine banale Nebengeschichte, oder? Oder meint ihr, Gabriela geistert auch darum? So, bist du fertig mit Putzen? Ihr habt das sicherlich gehört. Die putzt auch echt laut, ne? So, das ist das halt. Statt es selber eine Designaufnahme macht, ne? So. Mutti hat den Chat verlassen. Nora, na, da habe ich ja Bock drauf. Guten Morgen. Freue mich auf den Flug morgen. Übermorgen. Achso, das habt ihr schon. Guten Morgen. Komm gerade frisch aus der Dusche. Ja, das ist schön. Schade, dass du jetzt nicht hier bist. Du sag mal, würdest du mir auch ein paar intimere Fragen beantworten? Du wirst es nicht bereuen. Ich kann hier Sternchen machen. Sternchen sind immer... Ja, wenn es im Rahmen bleibt. Komm, hier ist Sternchen. Einfach nur, weil Sternchen ist und weil das eben halt für Premium-Leute ist. Das müssen wir aber auch echt ausnutzen. Ja, klar. Ne? Was ist das denn? Ich gebe dir zwei Auswahlmöglichkeiten, dann hast du es einfacher. Was macht dich mehr, an High Heels oder Sneakers? Ja, was ist an Sneakers denn sexy, ha? Huh? Das sind aber sehr intime Fragen, wa? Schuhe, Dachte ich mir, liegen schon in meinem Koffer. Roter Lippenstift, heiß oder kalt? Was? Was weiß ich? Eigentlich wollten wir die einfach gar nicht mehr beachten, ne? Oder laufen wir zweigleisig? Oh, das wäre... Ich weiß, wir sind ja Single. Wir können ja einen mitnehmen, anderen mitnehmen. Aber dann machen wir beide kaputt, glaube ich. Bist du dominant oder unterwürfig? Mal so, mal so. Alter, dominant. Devot. Ich verweige jede Aussage. Was weiß ich? Ganz im Ernst, wir haben uns noch nicht mal kennengelernt, richtig. Finde ich gut. Dann wird's auch nicht langweilig. Zärtlich oder wild? Was weiß ich? Und die letzte Frage, aber sei ehrlich. Hattest du schon Fantasien, wie es zwischen uns sein wird? Ja oder nein? Was weiß ich?
ja, was weiß ich. So Leute, jetzt wisst ihr meine tiefsten Fantasien und meine Geheimnisse, wie ich gerne meine sexuelle Neigung habe. Nein, alles gut. Eins verspreche ich dir. Du wirst darum betteln, dass wir den Abend nochmal wiederholen. Was? Du, mal kurz was anderes. Ja, Gott sei Dank. Das brennt mir schon seit gestern auf der Seele. Jaha. Seitdem du deine Ex in Schutz genommen hast. Du hast schon noch starke Gefühle zu sie, stimmt's? Oha, das Verhör zweiten Grades. Soll ich meine Anwältin anrufen? Das wird kompliziert. Wieso interessiert dich das? Das ist etwas kompliziert. Muss ja schon mal so ein bisschen gucken, dass wir irgendwie auch das authentisch machen, ne? Jetzt sag schon, ja oder nein? Ich bin ehrlich. Lea und ich wollen es nochmal miteinander versuchen. Keine Sorge, Nora. Zwischen mir und Lea ist es endgültig vorbei. Ich mag Lea sehr, aber unsere Beziehung ist rein freundschaftlich. Komm, seien wir mal ehrlich. Was kann denn schon schiefgehen? Außerdem, ganz im Ernst, da gehen sie mir sowieso auf den Sack mit, ne? Mit das, was sie. So einer bist du also. Was? Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ah. In diese Richtung läuft das. Aber keine Sorge, ich kann schweigen wie ein Grab. So oft du möchtest. Was? Aber mein Rat an dich. Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Bei GZSZ funktioniert das vielleicht. Was? Wer guckt GZSZ? Ein, zweimal oder dreimal. Genau wie mit unseren kleinen Geheimnissen. Hab's vernommen, Nora. Lass das meine Sorge sein, Nora. Ist das jetzt so, dass wir das alles in die Richtung geschoben hatten, dass wir so laufen? Zweigleisig? Ist das so? Das ist nicht gut. Dann ist ja gut. Für sie ist es gut, für mich nicht. So, ich muss noch ein paar Besorgungen machen. Bin schon total aufgeregt. Morgen geht der Flug und dann bin ich nicht mehr weit weg von dir. Meld mich später wieder. Tja, morgen kommt sie. 3 Tage haben wir noch zu leben. Haben wir noch ein bisschen Spaß, wa? Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, Sie alle konnten sich von dem furchtbaren Tag gestern ein wenig erholen. Tja, das stimmt. Ruby ist gestorben und wir haben keine andere Sorgen als unsere Beziehung und so und alles. Ihnen auch einen guten Morgen, Professor. Was soll diesen Morgen bitte schon gut sein? Erholen? Das soll wohl ein Scherz sein. Von mir auch einen guten Morgen. Na komm, warum denn mal so miesecremig, ne? Das geht ja nicht. Das geht nicht. Wir müssen ja auch mal ein bisschen glücklicher sein. Aber nachdem die Freunde alle tot sind, kann man denn noch glücklich sein? Was soll's. Ist halt schief gelaufen. Ist halt so. Wie verlief Ihr Abend gestern noch, Prof? Ich musste der Kriminalpolizei noch Rede und Antwort stehen. Was haben Sie denn erzählt, Herr Professor? Die Polizei geht davon aus, dass ein anonymer Anrufer mich über Rubys Selbstmordversuch informiert hat. Sie prüfen nun einen möglichen Zusammenhang mit Quintons und Gabrielas Tod. Ich habe jedoch noch eine weitere schlechte Nachricht für Sie. Kommissar Strasser hat mich soeben telefonisch kontaktiert. Er bat mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir alle um 10 Uhr auf der Polizeiwache erscheinen sollen. Me all? Ich kann das nicht. Ich will das auch nie. Das ist nicht mein. Dies bezieht sich nur auf meine Studenten, Frau Schmidt. Da habe ich ja voll Bock drauf. Frau Schmidt? Ich bin doch die Elke. Ich habe die ganze Nacht geweint. Ich will nirgendwo hin. Muss es jetzt echt sein? Schon wieder? Als hätte nichts Besseres zu tun. Genau.
Das ist eine ganz normale Prozedur, da sie alle im engen Kontakt zu Ruby standen. Auf einmal sitzen wir uns noch hier. Was ist hier denn los heute? Sag mal, Henry, kanntest du den Strasser eigentlich schon, als du selber noch Kommissar warst? Ja, aber zu dieser Zeit hat er noch Strafzettel verteilt. Hört, hört, er ist aufgestiegen. Ein aufstrebender Polizist. Mit einem Kiffersohn. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Ruby nicht mehr da ist. Sie war so ein herzensguter Mensch. Das war sie wirklich. Ich vermisse sie jetzt schon. Komm. Was wäre die Welt, wenn wir nicht unser Senf dazugeben würden? Lass uns einfach diesen scheiß Verhör hinter uns bringen. Ja. Genau so. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns kurz vor 10, direkt vor der Wache. Könnt ihr gerade im Strahl kotzen? Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Jonathan ist so ein kleiner Rebell, ne? Ich mach mich dann mal fertig. Ja, ist ja auch nicht mehr viel Zeit. Stunde soll er da sein. Bis nachher, Leute. Ihr schafft das. Pfui, Gluck. Oh, was? Was ist hier? Achso, 2 Stunden später. So wie SpongeBob. 2 Stunden später. Nicht gut, muss ich direkt nochmal wiederholen. So. Aber. Hä? Achso, schätzt ihr, was denn? Ah. Dieser Straße behandelt uns wie den letzten Dreck. Das kannst du laut sagen. Seid ihr schon wieder daheim? So eine Flachpfeife. Genau wie sein Sohn. Ich komme mir vor wie ein Schwerverbrecher. Der hat uns mal so richtig in die Mangel genommen. Flachpfeife finde ich gut. Flitzpiepe. Mhm. Ja, genau. Nämlich, ja. Besser hätte ich es nicht sagen können. Mich hat er regelrecht angebrüllt. Er hätte die Schnauze voll von unseren Lügen. Was? Guter Bulle, böser Bulle. Wo war der gute Bulle? Zumindest haben wir Gewissheit, Ruby hat Selbstmord begangen. Ja, und dann? Warum brüllt man uns an? Warum hat sie Selbstmord begangen? Es ist alles deine Schuld. Ich zitiere Strasser. Suizid durch Vergiftung mit Medikamenten. Moi, das arme Mädel. Und trotzdem denkt er, dass wir Rubys Tod verstrickt sind. So hart es klingt, aber wir dürfen jetzt unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich frage mich immer wieder, ob wir ihren Tod nicht doch hätten verhindern können. Verstehe nicht, warum sie sich den Kommissar so eingeschaut. Warte mal, wir machen das hier. Wir müssen trotzdem all dem weiterarbeiten. Fokus. Mhm. Mhm, genau. Ja. Tomji hat recht. Was hat denn dieser Leitner jetzt nun gesagt? Er behauptet, Serena nicht zu kennen. Aber schaut euch das mal an. Was wissen wir? Ach so. Stimmt. Da hat Serena mal reingeschrieben gehabt. Ja, er ist der Mörder, definitiv, Mann. Serena war da wohl anderer Meinung. Das würde bedeuten, dass dieser Dr. Leitner gelogen hat. Ach was, echt? Warum sollte er das Tomji anlügen? Ich verstehe dieses nix hier. Also sind wir im Grunde keinen Schritt weiter vorangekommen. Doch, eigentlich schon. Wir wissen, dass er der Mörder ist. Leute, mir kommt ja gerade eine Idee. Ich muss da kurz was prüfen. Gib mir ein paar Minuten. Der hat sich auch lange nicht mehr gemeldet, der Wolf, ne? Ach du lieber Gott.
Ich höre polternde Stimmen von oben. Dann fängt es jetzt auch bei dir an, Norma. Du musst versuchen, die Ruhe zu bewahren. Ein Geisterwesen nährt sich von deinen Ängsten. Oh, wie schön, Henry. Super gut. Vielleicht passiert es bei dir auch gleich. Oh, ein Videoanruf. Hallo. Naja, jetzt kann sie auf jeden Fall definitiv an Geister glauben. Ruhe bewahren? Ja. Ich stehe kurz vor einem Herzinfarkt. Leute, es war wirklich heftig. Wir alle mussten da durch. Auch du schaffst das. Du solltest das sofort drauf, Norma. Schön, dass es wenigstens einer einsieht. Ich bleibe hier keine Sekunde mehr. Du wirst früher oder später lernen müssen, mit dieser Angst umzugehen. Ah, das ist dieses Geschnacke, ne? Jaha, das musst du auch gleich nochmal lernen. Wenn du nicht alleine sein möchtest, kannst du gerne zu mir kommen. Bin schon allerdings, Henry, alleine bleibe ich heute nicht. Okay. Da kann sie ja wieder Schnaps trinken und so hat alles und sich Geistermädchen einbilden. Fahre bitte langsam, Norma. Ding dong. Da die meisten hier scheinbar schon Erfahrung mit solchen Erscheinungen hatten, gehe ich davon aus, dass diese ihre Frequenz in der Intensität zunehmen. War dir das bei Norma eben etwa noch nicht gruselig genug, Henry? Richtig, es wird von Tag zu Tag schlimmer. Was muss eigentlich passieren, damit du nicht... Ja, genau. Komm, wir machen, damit er nicht nervös wird. Bap. Weiß ich nicht. Er lebt das ja, wie gesagt. Sagen wir es mal so. Ich habe schon Dinge gesehen, da würde euch das Blut in den Adern gefrieren. Und ich bin schon sehr gespannt, was ich noch alles zu sehen bekomme. Sehr gespannt. Vorfreude oder sowas, wa? Bei dir klingt das wie ein Horrorfilm, bei dem man auf den zweiten Teil wartet. Da bin ich wieder. Ich lag tatsächlich richtig mit meiner Vermutung. Was denn? Auf dem Zentralrechner des Krankenhauses sind sämtliche Dokumente der letzten 20 Jahren gesichert. Patientenberichte, Arbeitspläne, bla bla bla. Und laut Serververzeichnis ebenfalls eine alte Personalakte von Serena. Wolf, du bist einfach der Beste. Das bringt uns garantiert weiter. Sobald ich den Zugang habe, wissen wir mehr. Und für den Zugang, liebe Leute, sorgen wir im Normalfall immer. Oder? Ha! Haben wir es nicht gewusst. Ups, wo ist er hin? Du wirst es nicht glauben, Tom G. Julia und ich sind per Bluetooth miteinander verbunden. Ich bin über beiden Rohren in sie verliebt. Sie verdreht mir so die Rundumleuchte. Nicht zu fassen, dass ich einmal so viel Glück habe. Ja, das freut mich für euch, ja. Roboterliebe. Na siehst du, es gibt jeden passende Gegenstück. Ja, okay. Ja. Ohne deine guten Tipps wäre das wohl nichts geworden. Ihr ist es wie, wenn man das letzte Teil eines Lego-Bausatzes angebracht hat
Oh, mit einem fertigen Lego-Set möchte man spielen. Das will ich jetzt auch, aber nicht hier. Oh, das ist nett. Das ist sehr, sehr nett. Ich möchte Julia auf eine einsame Insel entführen. Warum denn einsam? Ihr lebt auf einer einsamen Insel voller Menschen und Robotern und ach, herrje. Ihr seid hier einsam. Ihr seid hier die Einzigsten. Tomji, ich muss dir jetzt eine traurige Nachricht übermitteln. Du bist nun vorerst auf dich alleine gestellt. Was? Du lässt mich im Stich? Schon okay, ich freue mich für dich. Wenn du mich brauchst, bin ich nach wie vor für dich da. Ach, Tomji, du wirst mir fehlen. Ach, so sieht's also aus. Bevor ich jetzt sentimental werde, ran an die Arbeit. So, ihr lieben Kinderchen. Und das, was dabei rauskommt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und ja, bis dahin. Tschüss.